Konventionelle Prüfdaten, wie beispielsweise der Brechpunkt nach Fraß zur Ansprache des Kälteverhaltens, haben für modifizierte Bitumen eine andere Aussagekraft als für unmodifizierte Bindemittel. Zur Prüfung von Bitumen werden darum seit einigen Jahren zunehmend neue Prüfgeräte verwendet, um die rheologischen Eigenschaften, insbesondere modifizierter Bindemittel, zutreffend ansprechen zu können. Rheologie ist die Lehre von den Verformungs- und Fließeigenschaften von Stoffen. Das Biegebalkenrheometer, BBR, dient durch die Bestimmung der Biegekriechsteifigkeit der Ansprache des Verhaltens der Bitumen bei niedrigen Gebrauchstemperaturen und soll eine zutreffendere Beurteilung als konventionelle Prüfverfahren ermöglichen. Das exakte Einhalten der Vorgaben aus den Prüfnormen und die kritische Auseinandersetzung mit den erhaltenen Daten sind Bedingungen für zuverlässige Prüfergebnisse. Die Grundlage der Prüfung im Biegebalkenrheometer ist die Prüfnorm DIN EN 14771. Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel. Bestimmung der Biegekriechsteifigkeit. Die Probe wird entsprechend der Norm zur Probenvorbereitung, DIN EN 12594, vorbereitet und behandelt. Probekörper werden in Gussformen aus Metall hergestellt, die sorgfältig zusammengesetzt werden müssen, um die korrekte Geometrie des Prüfbalkens sicherzustellen. Wichtig ist, dass das Bitumen nicht an den Formteilen anhaftet. Dafür werden geeignete Fette oder Trennmittel sehr dünn aufgetragen und Kunststoffstreifen blasenfrei auf die Innenflächen der Formteile aufgebracht. Anschließend wird das Bitumen sorgfältig und in einem Zug gleichmäßig in die vorbereitete Form mit einem geringen Bindemittelüberschuss gegossen. Ein mehrschichtiges Eingießen ist zu vermeiden. Auch ist dabei darauf zu achten, dass keine Blasen die Struktur des späteren Prüfbalkens stören. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird der Bindemittelüberschuss mit einem erwärmten Messer oder Spatel planeben abgeschnitten. Alle Prüfbalken sind innerhalb von 4 Stunden nach ihrer Herstellung zu prüfen. Bis zur Prüfung werden sie in den Gussformen geschützt aufbewahrt. Besondere Sorgfalt muss auf das Ausformen der Prüfbalken gelegt werden, denn Schädigungen können zum vorzeitigen Bruch führen. Darum sind beschädigte oder verformte Prüfbalken zu verwerfen. Zum leichteren Ausformen sollten die Prüfbalken in den Gussformen für nicht mehr als 5 Minuten gekühlt werden, wobei die spätere Prüftemperatur nicht unterschritten werden darf. Die mit der Abkühlung verbundene Versteifung des Bitumens erleichtert das Ausformen. Da bei einer Prüftemperatur jeweils mindestens 2 Prüfbalken getestet werden, sollten sie im Abstand von ca. 5 Minuten zur Abkühlung in das Prüfbad gelegt werden, um die Konditionierungszeit vor der Prüfung einhalten zu können. Unmittelbar nach dem Ausformen wird der Prüfbalken für 60 plus minus 2 Minuten im Prüfbad auf die gewählte Prüftemperatur abgekühlt. Die Flüssigkeit im Prüfbad darf die Eigenschaften des Bitumens nicht beeinflussen. Die Temperaturmesseinrichtung des Prüfbades muss kontrolliert und regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass bei korrekten Temperaturen geprüft wird. Für die Prüfung muss der Prüfbalken mit der breiteren Seite auf den Auflagern liegen. Sollte die Temperierung hochkant erfolgt sein, muss der Prüfbalken vor der Prüfung gedreht werden. Da bei diesem statischen System die Dicke des Balkens überproportional in die Berechnung der Biegekriechsteifigkeit aus den Messdaten eingeht, kommt der Genauigkeit der Prüfkörpergeometrie besondere Bedeutung zu. Die Prüfbalkendicke kann entweder unmittelbar vor der Prüfung gemessen oder die Maße der Gussform verwendet werden, wobei durch die Messung eine höhere Genauigkeit erzielt wird. Für die Bestimmung der Biegekriechsteifigkeit wird auf den Prüfbalken mittig eine Last von 930 bis 1030 mN aufgebracht und die sich daraus ergebenden Durchbiegungen während der gesamten Prüfdauer von 240 Sekunden gemessen. Aus den Messdaten der Biegespannung und Durchbiegung werden für jeden Prüfbalken die Biegekriechsteifigkeit S und der sogenannte M-Wert berechnet.
Angegeben werden die Biegekriechsteifigkeit und der M-Wert nach 60 Sekunden. Der M-Wert ist die Steigung der Verformungskurve des Prüfbalkens zum Zeitpunkt T gleich 60 Sekunden. Aus den bei verschiedenen Temperaturen ermittelten Biegekriechsteifigkeiten kann auch berechnet werden, bei welcher Temperatur die Biegekriechsteifigkeit einen bestimmten Wert annimmt. Analog kann die Ermittlung des M-Wertes bei unterschiedlichen Temperaturen erfolgen. Große Werte der Biegekriechsteifigkeit lassen auf sprödes Materialverhalten schließen und sind hinsichtlich des Kälteverhaltens negativ zu bewerten. Der M-Wert, der die Kriechnachgiebigkeit beschreibt, wirkt sich hingegen mit zunehmender Größe positiv auf das Kälteverhalten aus. Beobachtungen in situ belegen einen Anstieg der Kälterissbildung im Asphalt, wenn die Biegekriechsteifigkeit den Wert von 300 MPa überschreitet oder der M-Wert unter 0,300 liegt. Die Prüftemperaturen müssen entsprechend der zu prüfenden Bindemittelart und Sorte gewählt werden, da die verschiedenen Bindemittel bei gleichen Temperaturen unterschiedliche Steifigkeiten aufweisen. Bei der Wahl der Prüftemperaturen ist darauf zu achten, dass in weiteren Auswertungen inter- und nicht extrapoliert wird. Berechnungen nach Prüfung bei nur zwei Temperaturen gehen von einer linearen Abhängigkeit der Biegekriechsteifigkeit von der Temperatur aus, während bei mehr als zwei Prüftemperaturen ein nichtlinearer Zusammenhang erkannt wird. Bei Berechnung auf Basis zweier Prüftemperaturen wird die Biegekriechsteifigkeit also überschätzt. Das bedeutet, dass die Kälteeigenschaften des Bindemittels günstiger sind, als das Ergebnis der Berechnung erwarten lässt.